So, ich habe eben auch erstmal, weil Dufte, beziehungsweise der zweite Dufte, den mit zwei hier in der Community, der streamt ja auch gerade, und zwar Final Fantasy 1, Pixel Remaster. Und da habe ich eben auch mal kurz reingelurkt, beziehungsweise mal kurz Hallo gesagt. Und ja. Danke, Hybrid, und sollst du nicht ins Bett gehen? Nix damit mit einem dritten Near Raid. Bett. 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 Albert, du hast dich schon verstanden. Bett. Du müde. Du schlafen. Du Bubu machen sollen. Jetzt. Ich glaube, das klappt so nicht, ne? Unglaublich. Denn. Machen wir mal weiter. Wir haben hier Gott sei Dank noch, Gott sei Dank, genau. Gott sei Dank haben wir sehr viel Zeit. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen in der Hauptstory dann noch weiterkommen, dass wir uns da so ein bisschen hinarbeiten. Also die Nordtürme werde ich wahrscheinlich jetzt nicht zu 100% durchquesten. Im Let's Play werde ich das natürlich alles machen, was ich jetzt gerade so hinter der Hand gerade aufnehme. Weil es dauert einfach zu lange, bis ich mit den Streams so weit bin oder so weit aufgeholt habe, dass ich die Streams von Lotro dann auch hochladen kann. Das dauert noch eine Ewigkeit. Vorher kommen noch die Planet Zoo Streams. Ja gut, Tales. Die ganzen Witcher-Teile. Wobei Witcher 2 musste ich, meine ich, nochmal selber neu dann machen. Da fehlen nämlich ein paar Folgen. Fallout kommt dann ja noch. Wir noch weiter rendern dann. Also da kommt noch einiges. Deswegen, dass die Streams von Lotro kommen, dauert das. Deswegen habe ich beschlossen, ich mache spontan noch mal ein Let's Play. Also so nebenbei. Was aber erstmal recht unregelmäßig kommt, weil ja FF14 als LP erstmal im Vordergrund steht. Und da geht kein Weg dran vorbei. FF14 steht da erstmal in vorderster Front. Bevor irgendwas anderes passiert. Wenn das dann durch ist, soweit, dann wird Lotrovan den Platz einnehmen als MMO. Aber das dauert. Das dauert wahrscheinlich noch mindestens ein Jahr. So lange kommt es dann halt immer so. So abwechselnd, wenn ich mal Bock drauf habe. Ein Waagleiter. Sieht ja aus wie so ein Tiger. Aufgewühlte Erdhaufen. Jetzt natürlich nur noch Wagi töten. Komm schon, kleiner Wag. Nee, das ist ein Wolf. Wolfi brauche ich nicht. Wir brauchen Warge. So. Hallo Rudelfreund. Komm zu Mami. Die sehen aber auch schon etwas verbraucht auf diese Waage, ne?
Wir haben schon einige Tage hinter sich. Okay. Und jetzt einmal wieder zurück. Oh, ich finde diesen Elch so toll. So, so ein Elch sein, ne? Warte. Ja. Das ist ein Elch, das andere ist ein Hirsch. Ne, für mich sah vom Geweih her gleich aus, aber ich glaube, das Gesicht ist anders. So, wenn ihr irgendwo Gold seht, was ich übersehe, oder hochwertiges Eisen, dann schreit. Aber bitte nur, wenn ihr es seht und ich definitiv dran vorbeireite. Ich war gerade oberkörperfrei kurz vor der Tür, um die Katze reinzuholen. Für die nächsten 30 Minuten wach sein. Boah. Ey, ich wäre tot. Ich wäre instant einmal gestorben. Ich finde den Weg von hier zum Klo. Also, ich muss ja einmal oben kurz durch den Garten. Einmal Treppe raus und dann im Garten. Das finde ich schon schlimm. Boah. Nee. Ich bin auch immer froh, dass Frischus die letzte Gassi-Runde macht. Jetzt vor allem im Winter. Außer er ist halt außerhalb unterwegs. Also im Außendienst oder so. Der muss ich natürlich die letzte Runde machen. Aber die ist immer... Oh, im Winter ist sie echt schlimm. Und vor allem, wenn Huni da nicht machen will. Gold! Gefunden! Gefunden! Ihr braucht nicht schreien! Gold! Ich hab was gefunden. Es ist nicht nötig zu schreien. Und sogar Blaubeeren. Hallöchen, Blaubeeren. Wir haben 2 Grad. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir haben. Es ist auf jeden Fall zu kalt. Es ist eindeutig zu kalt für mich. Der einzige Grund, warum ich die kalten Jahreszeiten mag, ist, weil die Nachbarn einen in Ruhe lassen. 27, das wird uns in die Ecke zeigen. Kommen wir dann im Bereich des Möglichen. Ah, okay, nach da hinten. Autsch. Aus der Höhe bricht sich mein fettes das Beinchen, ernsthaft? Naja, jetzt sollen wir wenigstens nach da hinten. Ist auch okay. Hochwertiges Eisen. Wie gesagt, mein Ziel heute unbedingt Handwerk, Schürfer, Virtuose. Dann natürlich Stufe 34. Wäre zumindest wünschenswert. Bei 35 werde ich nicht schaffen. Sein, ich komme dafür jetzt echt mal in höhere Gebiete. Das hier. Immer als Erbe, okay. Machen wir mal. Okay, warte. Nee, das geht nach da hinten. Dann machen wir das erst. Da ist nochmal Gold. Das Gold sieht echt schön aus. Das ist echt ein schönes Design. Königsfallhuhn. Was benötigt ihr? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Bleibt und hört mich an! Ja. Die Ork-Bedrohung. Das hier ist die Ork-Bedrohung. Thank you.
Weiß gar nicht, ich glaube, bis Level 40 sollen hier solche Questgebiete sein. Von 18 bis 4. 80 bis 18 bis 40, oh Gott. Gerade mal gucken. Hi. Okay, meine kleinen Sträuche. Bis 40, sonst ist da nichts mehr mit 18, ne? Ne. Das heißt, danach. Also rein theoretisch. Nach den Nordhöhen würde eventuell Eventim kommen. Das von 30 bis 40 ist. Weil der wilde Wald ist halt 45 bis 50. Soll ich immer jetzt so ein bisschen nachgucken, wie ich wohl wo lang gehe. Deswegen habe ich das da immer in der Regel immer offen. Also wenn ich mal irgendwie dahin gucke, der meist um zu gucken, wie ich skille oder was die nächsten Gebiete sind. Eventim, das wäre hier dann. Das Gebiet. Propanben! Oh Gott, Propanben, Hallöchen! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Und wie war dein Tag? Mit dem Sprechen habe ich es heute nicht mehr so. War ein langer Tag. So. Wo muss ich hin? Nach da hinten muss ich noch. Hi. Kämpfe gegen dich auch nochmal. Kein Problem. Ganz so. Wo müssen wir hin? Mir geht's gut. Mein Tag war okay. Bei dir auch anstrengend. Gut, aber anstrengend. Aber freut mich, dass es dir so weit gut geht. Spinnen. Hab halt heute viel bei meiner Oma gerade geholfen. Weil mein Großvater jetzt vor kurzem gestorben ist und mein Großbruder mit den ganzen Ämtern und so weiter nicht klarkommt. Deswegen hat er gesagt, komm, schau ich da mal drüber. Helfe ich ihr da so ein bisschen. Da muss ich hin. Und ja. Das ist alles so ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten war der Tag echt schön. Ich glaube nicht. Aber da ist Gold. Das Gold, das nehmen wir. Das hochwertige Eisen, das nehmen wir auch. Greifen die mich nicht an? Ich muss erstmal hier. Hier hoch. Bevor das Vieh stirbt. Kann ich das Vieh heilen? Ja, kann ich. Das ist schon mal gut. Ja, noch keine Aua-Ochse. Haut ab, ihr blöden Ochse. Hat mal jemand gesagt, dass ihr echt hässlich seid? Urteile ich ja selten vorstellen, aber ihr seid wirklich hässlich. Kann das nur ein bisschen schneller laufen? Nee. Okay, dann nicht. So ein Aua-Ochse als Pet wäre aber auch cool. Was ist das von?
Tatsache. Gibt es. Gibt es als Pet. Also gleich mal gucken, wo. Wählen einen Begleiter aus der Liste. Ja. Ingolt Halbert, Tauschhändler erhältlich. Ihr müsst dazu die Rufstufe Verwandter bei den... Ah, okay. Also für Ruf. Für Ruf kriegt man das Viech. Ja, weiß ich, wo ich mich da ein bisschen ransetzen werde. Weil ich hätte das Viech gerne. So. Was habe ich mir nicht geholt? Das hochwertige Eisen, was da hinten war. Egal. Wir geben den Kubatsch erstmal ab. Langhörner. Was Runenstein. Kann ich den gebrauchen? Schlecht ist er halt nicht, ne? Ist, glaube ich, sogar besser. Warum belästigt ihr mich? Ich ja, das lasse frage nicht ich mich zu, auch. Dass man mich ignoriert. Ich ignoriere dich doch gar nicht. So. Nicht Alwin. Warum heißen alle Alwin? Bei Witcher heißen auch immer alle Alwin. Was kann ich für euch tun? Ah, Ochse töten. Hallo. Hier ist diesen kleinen Ochse. Gefällt der Runi. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich eine Klasse gefunden habe, die mir wirklich gefällt. Ich habe, oh Gott, den Jäger hatte ich mal ausprobiert, den Waffenmeister hatte ich mal ausprobiert. Ich weiß gar nicht, den Kundigen, den hatte ich jetzt auch neulich mal erstellt. Aber der Runbewahrer, das ist klasse. Den habe ich mich jetzt schon richtig gewöhnt. Ich glaube auch so wirklich mit meiner Lieblingsklasse jetzt. Ich bin zufrieden. Vor allem, ich liebe es halt, Schaden über Zeit und Heilung über Zeit zu machen. Das ist so cool. Ich bin halt immer nur so skeptisch gewesen früher, was halt Heiler angeht. Aber ich kann den hier halt als Heiler, ich kann den aber auch als CD spielen. Das finde ich so cool. Juhu, Oxon vertrieben. Und mit meiner Hochelbin bin ich sowieso zufrieden. Weil ich habe endlich mal Haare gefunden, die ich toll finde. Ich weiß nicht, in MMOs irgendwie... Der Rest ist mir egal. Aber die Haare, die müssen sitzen. Ich bin da echt komisch, was das angeht. Aber irgendwie... Bei den normalen Elben... Das hat irgendwie komisch aus. Weiß ich. Wie gesagt, die Klasse gefällt mir echt sehr, sehr gut. Warum belästigt ihr mich? Kann ich die gebrauchen oder kann ich sie nicht gebrauchen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Natürlich nicht. Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. Gestohlenes Getreide. Okay. Wir questen heute nämlich so ein bisschen die Nordtüren durch. Nicht alles. Also, ich habe jetzt hier oben, das habe ich erstmal ausgelassen. Die Felder von vorne aus, die habe ich noch gemacht. Aber oben. Die Ecke, die habe ich. Habe ich jetzt noch nicht durch. Da ist es. Brauche ich dich? Brauche ich dich? Startet die Aufgabe der Überfall der Plünderer. Okay. Wir sind hier so langsam da angekommen, wo endlich wieder Ringe über den Köpfen erscheinen. Endlich mal wieder Aufgaben, die man annehmen kann. Schon sehe, okay. Für den Ruf tue ich das sowieso sehr gerne. Sieht der Ruf aus? Bekannter. Ja, gut.
Ist jetzt noch nicht so gut. Das wird. Das wird. Wenn die Nase juckt, soll es Geld geben, ne? Oder wie ist das? Geld oder Glück? Wie lange geht die Bezwingertat noch? Beschleunigung? Ach, 53 Minuten. Da mache ich mir jetzt noch Gedanken. Die Orks sollten wir bis dahin eigentlich durchkriegen. Hoffe ich. Ja, 92 von 120. Das passt. Das passt. Das kriegen wir hin. Das sind große Getreidesäcke. Jetzt stellt sich mir schon wieder die Frage, wie transportiert man das? So ganz alleine. Der ist auch direkt der Häuptling. Was habe ich denn hier jetzt bekommen? Reist nach Karas Galathorn in Lothlorien. Oh, wo packe ich das denn hin? Was packe ich da hin? Warte mal. Ist das hier schon wieder? Ja, Tatsache. Dann mache ich doch 16 Villa. Neue Verhältnisse an das Erstgeborenen. Wobei, eigentlich brauche ich die Fähigkeit erstmal noch nicht, ne? Ich kann sie erstmal. Ich lasse sie da erstmal drin versauern. Ich lasse da erstmal. Uff. Und ich habe schon wieder Kisten. Zwei Stück. Aber wenn das so weitergeht mit den Lotro-Punkten, kann ich mir gleich wieder Schlüssel kaufen. Wir machen Fortschritte. Weil beim Kurator gibt es echt einige Sachen. Ihn und er hätte. Aua. Hybrid! Das ist gemein. Aber trotzdem danke für die 125 Bits. Aua. Mein Ohr. Jetzt bin ich taub. Jetzt bin ich gehörlos. Hey. Und wir beide sind einfach so toll, ja. Ganz toll. Ich war jetzt wach. Ich war noch wach. Puhu. Unerbittliche. Nee, das sind alles Schützen. Todesschütze. Unerbittlicher, da ist noch einer. Wie viele Lotro-Punkte habe ich? Warum öffnest du dich jetzt da? Ich kann mir tatsächlich wieder Schlüssel kaufen. Mal. Nee, 10 Punkte brauche ich noch. Gut, dann mache ich hier die Bezwingertat mit den Ochsen fertig.
Dafür sollte ich eigentlich C noch kriegen. Oh, Bezwinger, ja. 10 Punkte. Bin ich zwar wieder alle Punkte los, aber egal. Jetzt. Tada. So. Den Umhang des Helmschirms brauche ich nicht. Nochmal Umhang der hellen Schar. Dann los hier. Ist das schlechtere? Ja, also Glück habe ich keins mehr, ne? Ja, dafür kann ich mir von den Punkten wieder was holen. Von den Punkten kann ich mir jetzt gleich wieder was holen. Oder was heißt gleich? Wenn wir wieder im Bree sind irgendwann. Da habe ich zumindest genug Punkte, um beim Kurator noch ein bisschen was zu kaufen. Vielleicht sogar ein bisschen Zierwerk. Ich glaube, da gab es ein paar schöne Warum Zierwerksachen. belästigt ihr mich? Das ist besser. Warum belästigt ihr mich? Weil wir es können. Deswegen belästigen wir Bleibt dich. und hört mich an. Und dann. Mein Herz kann heute nicht singen. Ah, da ganz hinten. Okay. Dann reiten wir hier aber einmal auf der Straße. Irgendwo hier unten ist. Ja, die 34 sieht realistisch aus. Oh, Beiß brauche ich. Mal Gold. Boah, diese Spinnen, ey. Nee, weg mit dir. Hau ab. Wir brennen. Keine Bezwingertat für die. Warte mal. Viele Bilbisse. Viele Schatten. Viele Trolle. Viele Waage. Viele Würmer. Aschepartikel. Okay. Ich bräuchte bald meine Schmiede. Aber gut, desto mehr wir, da ist noch was, desto mehr wir an Sachen zum Schürfen finden,
desto eher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute noch Virtuose erreiche. Weil dann kann ich auch die anderen neuen Sachen abbauen. Die wir zum Beispiel in den einsamen Landen gesehen haben. Ich glaube, dieses Zwergeneisen oder was das war. Das wär schon cool. Kann ich nämlich auch den Goldschmied bald weiter leveln. Das Kochen dauert sowieso noch halbe Jahre. Weiß nicht, ob ich das den Koch wirklich erstmal aktuell halten soll. Weil für Bufffood, das ist halt gut, ne? Weiß es nicht. Wir brauchen ja erstmal keine Zwiebeln mehr. Ein schöner Sonnenaufgang. Kommen wir vielleicht in eine Gegend, die man wieder schön aussehen könnte? Oh, es geht zumindest. Eine Elbensiedlung, so eine kleine. Und ein Stallmeister, sehr gut. Das ist das Pferd der Henscher. Yep, das ist das Pferd der Henscher. Ich grüße euch. Was ich jetzt insgesamt dreimal habe übrigens. Wir haben auf dem Schar, dann auf meinem Zweitschar. Und jetzt habe ich es hier nochmal. Das heißt, ich kann es auch noch auf meinen... Entweder auf meinen Drittschar oder auf meinen zweiten Streaming-Schar. Kann ich es auch aufpacken. Ich hoffe, ich kriege das auch mal. Ich kann es leider nicht verschenken. Das ist das Problem. Wenn man das pflücken können soll. Ja. Kann es halt leider nur von Charakter zu Charakter quasi verschieben durchs Haus. Ich weiß nicht, ob du Zugriff drauf hättest, wenn ich es ins Haus packe. Glaube aber wahrscheinlich nicht. Ah, jetzt kann ich. Pestwurz. Da ist auch noch was. Das habe ich jetzt mal als erstes. Ich sehe das hier an. Entdecke. Pestwurz. Ich bin ja so ein riesiger Fan von Kräutersammeln in den Videospielen. Nicht. Ah, Gold. Gut, 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 gut. Gold brauche ich. Da ist noch mehr Gold, glaube ich. Nein! Och, bin ich blöd. Soll ich dazu noch was sagen? Nein, ne? Gut. Dazu sage ich nichts mehr. So, Gold. Goldenes Gold. Hütchen. Da ist noch was. Okay, Pestwurz haben wir. Dann fehlt auf jeden Fall das Immergrün noch. Und Mädelsüß. Was für ein Name. Gilias. Nein. Mego Wannen. Hört meine Worte. Stufe 28. Bleib doch einen Moment.
Wir kommen mit den Quests voran. Was? Ne. Krämer. Nicht da rein. Schick. Also schick. Etwas spärlich eingerichtet, aber schick. Gildo in Glorion. Der Name wird zumindest in den Büchern erwähnt. In den Büchern war das nicht der, den Frodo und Sam und Merry und Pippin da gesehen haben oder getroffen haben, als sie das erste Mal dem Schwarzen Reiter begegnet sind? Gildo in Glorion? Aus Finnroths Geschlecht meine ich. Ich meine, da war was. Ich kenne den ersten Band nämlich fast in- und auswendig. Ich kann mich nur immer nicht an die Namen erinnern von den Ich hab's nicht so mit Namen. Aber ich meine, Gildo? Doch. Was müsst du? Warte mal. Das interessiert mich gerade mal. Aber wollte der nicht eigentlich? Wollte Gildo nicht eigentlich das Schiff nehmen? Wollten die nicht zu den Grauen an Furten? Dann wären sie aber ziemlich weit ab vom Schuss, ne? Finnroth, ja. Nee, vom Bruchteil bei einer Wanderung mit anderen aus seinem Volk traf auf drei Hobbits. Dann Frodo, Sam und. Stimmt, Pippin war ja auch dabei. Kontakt gestanden und Frodo herangewachsen. Verfolgte und begrüßte die Hobbits im Weg, aber ohne sie fortsetzen. Ja, der kommt im ersten Buch drin vor. Ah, wie cool. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich da einmal reingeguckt habe. Reisende Elb. Das ist cool. Die Bücher kann ich nicht mehr drin, leider. Also wenn du keine Zeit zum Lesen hast, hör dir auf jeden Fall das Hörbuch an. Beziehungsweise das Hörspiel. Da kann ich dir auch was empfehlen. Warte mal. Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Wie heißt das denn nochmal? Das höre ich nämlich eigentlich seit klein auf. Beziehungsweise, ich verlinke es dir einmal ganz gut. Da höre ich das nämlich. Das Hörbuch finde ich echt mega gut. Auch wirklich mit guten Grundsprechern. Und in dem Teil tatsächlich, also in der Hörbuchversion, nee, leider nicht. Aber kannst es mal gucken, entweder über Audible, wenn es mal günstig angeboten wird oder wenn du es allgemein bei Amazon oder so mal findest. Wenn, wie gesagt, wenn du halt keine Zeit zum Lesen hast, weil das geht halt wirklich nach den Büchern. Da werden die ersten Bücher da vorgelesen, die anderen sind ja wirklich filmmäßig gelesen bzw. gesprochen und das ist wirklich für die Bücher. Und das ist richtig gut. Wenn du halt wirklich keine Zeit hast, die Bücher zu lesen. Ich habe es damals für, ich glaube, 5,99 Euro in so einem Sale bekommen. Also mal gucken, ob es irgendwann mal wieder runtergesetzt ist. Weil ja, das ist echt, das kann ich empfehlen. Ich habe es einmal digital und ich habe es einmal auf CD. Und ganz, ganz früh hatte ich es sogar auf Kassette. Mit diesen Hörspielkassetten, da hatte ich das auch noch. Aber die funktionieren leider nicht mehr. Die sind leider irgendwann Schrott gegangen. Aber nicht, weil ich sie schlecht behandelt habe, sondern weil die CD-Spieler dann kaputt gegangen sind. Und sich dann diese Bänder sich dann immer eingewickelt hatten. Eingewickelt oder festgesteckt haben. Und das war immer so ätzend. Und sonst hatte ich die sogar noch auf Kassette.
Erdbeersalat. Ja. Ich hab's gehasst. Ich habe immer geheult. Ich habe immer geheult, wenn so eine Kassette rup gegangen ist. Sie hat dann immer noch versucht, sie nochmal aufzudrehen, aber es ist halt irgendwann immer wieder passiert. Und dann war ich echt froh, als es CDs gab. Und CDs waren quasi meine Rettung. Bis man gemerkt hat, oh, Schiss, ein kleiner Kratzer reicht schon, dass die CD nicht funktioniert. Und dann gab es digital. Deswegen habe ich viele Sachen, die mir wichtig sind, tatsächlich doppelt und dreifach. Eine schlechte Angewohnheit, die ich von meinem Großvater geerbt habe. Ich habe heute gerade erst drüber gesprochen, was ich alles so von meinem Großvater habe. Kassetten wieder mit dem Bleistift aufzuräumen. Ja! Ey, das war immer ein Akt. Das war ein ekelhafter Akt. Ich hatte halt früher auch noch wirklich so einen richtigen Walkman. Der mich auf jede Urlaubsreise begleitet hat. Da habe ich zum Beispiel auch König der Löwen oder Schön und das Biest. Aladdin, glaube ich, hatte ich. Honey und Nanny. Huibu. Und, oh Gott, die drei Fragezeichen ganz viel. Das habe ich dann immer so gehört. Und das war eigentlich so das Einzige, was dann für Erwachsene mal gewesen ist, tatsächlich. Was ich gehört habe. Aber mega cool. Wirklich mega cool. Weil das halt wirklich auch mit einigen bekannten Sprechern ist. Ich glaube, Rufus Beck spricht da meine ich auch mit. Und das Spiel hier, also Lotro, hält sich ja wirklich stark an die Bücher. Zumindest das, was ich bisher so gesehen habe. Du triffst halt viele Charaktere, die du im Film zum Beispiel gar nicht siehst. Wie zum Beispiel dieser Gildor, der da drin steht. Gut, wir hatten jetzt kein Gespräch mit ihm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch kommt. Aber, oder Glorfindel. Glorfindel ist im Film, hatte halt, meine ich, gar keine Rolle. Großartig. Das, was er so quasi tut, übernimmt im Film halt Arwen für ihn. Im Buch, ja, hat er eine weitaus größere Rolle tatsächlich. Zum Beispiel. Also da sind einige Änderungen. Aber die Filme sind trotzdem sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Aber die Bücher sind besser. Brauche ich euch? Nee, ihr seid Sumpfwächter, ich brauche die garantiert nicht. Da ist noch Holz. Holz. Welche Fliegen habe ich aber auch gleich alle? So. Kann ich das einmal wieder abgeben? Herr Gladier. Lord Gladier. Was benötigt ihr? Ist es nur noch eine Quest? Ich kenn's noch. Ja. Ach, das war Zeiten. Fühlt man sich so alt.
Diese beschworene Wurzel, ey. Weg mit dir. Ich bin alt. Ach was. Quatsch. Blutjung. Blutjung bist du, Mappa. Würde ich eher sagen. Also, Albert, du gehörst ja wohl komplett da raus, ne? Du bist ja sogar jünger als ich. Also, du zählst da ja mal gar nicht mehr dran. Du sollst mal ganz, ganz leise sein. Quatsch. Quatsch. Das stimmt nicht. Ist doch nicht 10 Jahre älter aus. Nicht mal ansatzweise. So, bist du hässlich. Hat er gesagt? Ich würde es vielleicht gar nicht wissen. Du müsstest schon eigentlich bald keine Pfeile mehr haben.